Eine Reihenschaltung aus zwei oder mehr Bauteilen bezeichnet man als Spannungsteiler. Im einfachsten Fall besteht eine derartige Schaltung aus zwei konstanten ohmschen Widerständen. Hier sind ein 2,7 Kiloohm und ein 56 Ohm Widerstand an einem 12 Volt Bleiakku in Reihe geschaltet. Der Spannungsabfall an einem einzelnen Widerstand ist ein Bruchteil der Gesamtspannung und der durch beide Widerstände fließende Strom beträgt 4,4 mA. An R1 messen wir 11,82 Volt und an R2 0,78 Volt. Was passiert, wenn sich die Batteriespannung ändert? Die Ladeschlussspannung von 12 Volt Bleiakkus beträgt 14 Volt und mit dem Entladen sollte man spätestens beim Erreichen einer Spannung von 11,2 Volt stoppen. Mit der Batteriespannung variiert die Spannung an R2 zwischen 0,87 und 0,72 Volt. Ein Spannungsteiler kann aus mehr als nur zwei Widerständen bestehen. Wird eine Spannung von 0,75 Volt bei einer Eingangsspannung von 12 Volt benötigt und soll der Gesamtwiderstand 528 Ohm betragen, so erfüllen ein 33 Ohm und ein 495 Ohm Widerstand die Bedingungen, jedoch werdet ihr einen 495 Ohm Widerstand kaum kaufen können. Die Lösung des Problems besteht darin, einen 470 Ohm, einen 15 Ohm und einen 10 Ohm Widerstand zu nehmen. Einen 25 Ohm Widerstand werdet ihr ebenfalls nicht finden. Für die Spannung an R4 messen wir 0,8 Volt. Die Toleranz der verwendeten Widerstände beträgt plus minus 5%, woraus sich eine Spannung an R4 zwischen 0,68 und 0,82 Volt ergibt. Ferner liegt die Spannung des verwendeten Akkus leicht über den vorausgesetzten 12 Volt. Die Ausgangsspannung der beiden Spannungsteiler ist innerhalb der Toleranzen gleich groß. Wer mein Video zu Transistoren als Schalter gesehen hat, dürfte sich erinnern, dass 0,75 Volt ausreichen, um einen Motor durch einen Bipolartransistor einzuschalten. Nach Anschließen der Basis des Transistors an den rechten Spannungsteiler mit einem Gesamtwiderstand von 2880 Ohm fällt die Basisspannung auf unter 0,7 Volt und der Motor bleibt ausgeschaltet. Wird die Basis an den linken Spannungsteiler mit einem Gesamtwiderstand von nur 528 Ohm angeschlossen, fällt die Spannung auf lediglich 0,73 Volt und der Motor beginnt sich zu drehen. Der Spannungsteiler arbeitet jedoch nicht sonderlich effektiv. Wie zu sehen fließt ein Strom von 24 mA durch den Spannungsteiler, wovon nur 0,88 mA in die Basis des Transistors abzweigen. Ein Potentiometer ist ein einstellbarer Spannungsteiler. Die Ausgangsspannung ist stufenlos regelbar und liegt zwischen 0 Volt und der Eingangsspannung des Teilers. Üblicherweise wird dabei das Widerstandselement in Form eines Kreisbogens ausgeführt, nur geringfügig kleiner als ein Vollkreis. Potentiometer für hohe elektrische Leistung werden oft als gewickelter Drahtwiderstand ausgeführt. Ein Stück Widerstandsdraht mit einer als Schleifkontakt verwendeten Klemme kann als einfache Konstruktion eines geraden Potentiometers verwendet werden. Die Ausgangsspannung eines Spannungsteilers kann als Eingangsspannung eines Regelkreises verwendet werden, womit Potentiometer als Sensoren für Positionierungsaufgaben fungieren. Servos verwenden üblicherweise drehbare Potentiometer, um Rotationsbewegungen zu steuern. Wird der mittlere Pin eines Potentiometers, der intern mit dem Schleifkontakt verbunden ist, und einer der äußeren Pins kurzgeschlossen, so erhält man einen einstellbaren Widerstand. Alternativ kann auch lediglich der mittlere und einer der äußeren Pins angeschlossen werden. Das ist hilfreich, wenn eine sich nur leicht ändernde Ausgangsspannung für eine Anwendung benötigt wird. Eine Vorspannung von 0,75 Volt bei einer 12 Volt Spannungsquelle einzustellen ist einfach, wenn ein 1 Kiloohm und ein 10 Kiloohm Potentiometer sowie ein 100 Kiloohm Widerstand verwendet werden. Mit dem 10 Kiloohm Potentiometer kann die Spannung grob und mit dem 1 Kiloohm Potentiometer fein justiert werden. Eine H-Brücke ist ein elektronischer Schaltkreis, der es ermöglicht, bei einer Gleichspannung am Eingang eine Spannung mit wechselnder Polarität an eine Last zu legen. Eine einfache H-Brücke besteht aus zwei Spannungsteilern. Hier finden zwei Potentiometer Verwendung mit der Last an den beiden Schleifkontakten.
Ist die Ausgangsspannung an beiden Potentiometern gleich, zum Beispiel wenn beide in Mittelstellung sind, liegt keine Spannung an der Last an. Wird die Ausgangsspannung des rechten Potentiometers auf einen geringeren Wert geregelt, so befindet sich der Pluspol auf der linken Seite des Verbrauchers. Ist hingegen die Ausgangsspannung des linken im Vergleich zum rechten Potentiometer auf einem niedrigeren Wert, so befindet sich der Pluspol auf der rechten Seite des Verbrauchers. Wie in den Videos zu Halbleiterdioden erläutert, unterscheidet sich deren Stromspannungskennlinie deutlich von der ohmscher Widerstände. Der Widerstand einer in Vorwärtsrichtung gepolten Siliziumdiode sinkt ab einer Spannung von etwa 0,6 Volt deutlich. Wird R2 durch eine in Vorwärtsrichtung gepolte Diode ersetzt, steigt der Spannungsabfall nicht wesentlich über 0,6 Volt, auch wenn die Eingangsspannung deutlich höher liegt. Selbst bei einer Verdopplung der Eingangsspannung von 12 auf 24 Volt steigt die Ausgangsspannung nur von 0,62 auf 0,65 Volt. Werden mehrere in Durchlassrichtung gepolte Dioden in Serie geschaltet, beträgt die Ausgangsspannung ein Vielfaches von 0,6 Volt. Hier werden drei Dioden verwendet, womit die Ausgangsspannung bei etwa 1,8 Volt liegt und das sowohl bei 12 als auch bei 24 Volt Eingangsspannung. Eine spezielle Art Dioden sind die sogenannten Zener-Dioden. In Durchlassrichtung sind die elektrischen Eigenschaften identisch denen einer normalen Diode. Im Gegensatz dazu fließt bei einer Zener-Diode auch dann ein Strom, wenn diese in Sperrrichtung gepolt ist und eine charakteristische Spannung, die man auch als Durchbruchspannung oder Zener-Spannung bezeichnet, überschritten wird. Der Spannungsabfall an einer 3,0 Volt Zener-Diode übersteigt diese Spannung nur leicht, wenn diese in Sperrrichtung gepolt ist, weswegen der Gesamtstrom durch den Spannungsteiler bei Eingangsspannungen größer als 3 Volt fast nur durch den Widerstand von R1 bestimmt wird. Wird eine Last parallel zur Zener-Diode angeschlossen, kommt es nur zu einem geringen Spannungseinbruch, solange der Widerstand der Last nicht unter einen bestimmten Wert fällt. Die LED kann somit sowohl an 12 als auch an 24 Volt betrieben werden, ohne Schaden zu nehmen oder allzu stark in ihrer Leuchtkraft zu schwanken. Ein Spannungsteiler aus einem konstanten Widerstand und einer Zener-Diode ist daher ideal, um eine Referenzspannung zu generieren oder als Spannungsstabilisierung für Anwendungen mit einem niedrigen Laststrom. Der Widerstand einiger Bauteile ändert sich deutlich unter dem Einfluss von Licht oder Temperatur. Ein Spannungsteiler bestehend aus einem konstanten und einem variablen Widerstand kann als Sensor verwendet werden. Der Spannungsabfall an dem variablen Widerstand ändert sich dabei in Abhängigkeit der zu untersuchenden physikalischen Größe. Hier wird ein Fototransistor und ein konstanter Widerstand verwendet, um sich ändernde Lichtintensität in eine sich ändernde Spannung zu wandeln. Wird der Fototransistor beleuchtet, sinkt die Spannung an diesem Bauteil. NTC steht für Negative Temperature Coefficient, der Widerstand derartiger Bauteile sinkt mit zunehmender Temperatur. Ein NTC-Widerstand kann als Temperatursensor verwendet werden. Wie zu sehen, sinkt die Spannung an dem NTC-Widerstand mit steigender Temperatur. Soweit mein Einblick in die Verwendung von Spannungsteilern in elektronischen Schaltkreisen. Danke fürs Angucken und bis bald!